Unser Sohn hat sie bei ihrer Freundin gelassen, nur damit sie dort rumvögeln geht. Er hat auch, wo ich schwanger war, ist er auch im Puff gegangen, ja? Er hat mich auch betrogen, ja? Thema jetzt. Geständnis. Du bist nicht meine einzige Liebe. Ich bin mit ihm nicht zusammen und es ist meine Sache, was ich tue. Du hast Schluss gemacht, weil er nicht der Bringer im Bett war? Da möchte ich jetzt eigentlich nicht weiter ins Detail gehen. Oh, doch, wir schon. Du? Ich sag's jetzt grob, er hat... Sie sagt... Wo wir halt miteinander pennen wollten, war sie halt immer total verkrampft gewesen und ich war dann hinterher schuld. Ich war verkrampft! Das kann wehtun, wenn man sich sowas anhören muss von seinem Partner. Manuel ist heute mein erster Gast. Manuel, du bist hier, weil wir über deine Beziehung zu Nikita sprechen möchten. Nikita ist nicht immer treu gewesen, oder? Ja, das war sie nicht wirklich. Also wir waren fast 2 Jahre zusammen. Und es ist schon was in der Vergangenheit auf jeden Fall passiert. Und wenn ich ihr versucht habe zu vertrauen, hat sie es in... dem sie wieder kaputt gemacht, wenn sie irgendeine Dummheit gemacht hat. Was heißt irgendeine Dummheit? Also, es hat ja schon mal großartig angefangen, bevor ich mit ihr zusammengekommen bin, war sie nebenbei noch mit einem anderen zusammen. Oh. Und das habe ich dann erst eine Woche danach erfahren. Gut, aber weil es wirklich alles noch so frisch war und da sich bei mir Gefühle für sie entwickelt haben, habe ich mich drauf eingelassen und habe wirklich gedacht, okay, das kann was werden mit dir. Ja, aber ihr seid dann ja fest zusammengekommen, habt ihr sogar ein Kind jetzt? Wir haben jetzt ein Kind, ja. Ein halbes Jahr ist es, glaube ich, alt. Der ist 5 Monate alt, ja, genau. Und du weißt aber irgendwie, dass sie zweimal trotzdem fremdgegangen ist, ne? Das ist so das, was du uns erzählt hast. Wie gesagt, das war in der Vergangenheit, aber jetzt ist ja, das Aktuelle ist ja jetzt mit meinem ehemaligen besten Freund. Ja, was ist denn da? Soll sie ins Bett gegangen sein? Wer sagt das? Eine gute Freundin von mir, die ich auch sehr lange kenne und die auch mit ihr befreundet war. Bis vor kurzem. Aber woher weiß die das? Sie hat zu mir gesagt, also es war so, wir haben telefoniert und dann habe ich ihr halt was gesagt, was Nikita gemacht hat und dann hat sie mich später nochmal angerufen, hat zu mir gesagt, ja, wenn sie sowas macht, dann werde ich sie jetzt auch in die Pfanne hauen und werde sagen, was sie gemacht hat und hat mir das dann mit meinem ehemaligen besten Freund erzählt. Was hat Nikita denn dazu gesagt? Also sie streitet es ab. Also bis sie sagt, heute auch. Es war nichts, sie hat mir jetzt nur... bevor wir in die Show jetzt gekommen sind, hat sie mir allmählich ein paar Dinge gesagt. So, also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie mit ihm rumgemacht hat. Ja. Oh, also doch. Also es ist zumindest ein Stück Wahrheit an der ganzen Sache. Ja. Oh. Genau. Was heißt rumgemacht? Was hat sie da? Also ich habe sie näher gefragt und sie hat gemeint nur geknutscht. Ja. Mhm. Also mehr hat sie mir nicht gesagt, aber sie hat gestern noch zu mir gesagt, du wirst die Wahrheit dann sowieso erfahren in der Show. Ja. Daniel ist dein bester Freund gewesen. Er war ja, ja. Heute ist er es nicht mehr, aber er ist mein Gast. Okay. Ne? Und er ist mein nächster Gast, der kommt jetzt. Okay. Herzlich willkommen, Daniel. Dass du dich überhaupt traust, hierher zu kommen, das ist echt eine Schande für dich, Mann. Manu, ich sag dir ganz ehrlich, es ist was gewesen mit dir. Und es war nicht nur einmal. Wir haben uns beide ineinander verliebt. Mhm. Ja, es kommt von mir, so wie von ihr. Mhm. Und sie hat schon vor einem halben Jahr zu mir gesagt, dass sie mich liebt. Und ich kannte euch beide über ein Jahr jetzt. Mhm. Und das war mir von Anfang an klar, so wie du sie behandelt hast und wie du mit ihr umgegangen bist. Ja, sag dir mal, wie ich sie behandelt habe. Du hast sie behandelt wie so ein Stück Objekt, das man nur in die Ecke stellt. Ja. Und da hast du das Recht reinzureden, oder was? Ich hab dein Weißt du, was ich dir jetzt mal sag, hör mir mal genau zu. Du solltest dich schämen. Du solltest dich in Grund und Boden schämen, was du abgezogen hast. Ich habe mit der Frau ein Kind. Scheiß drauf, ob was mit ihr und mit mir ist. Scheiß drauf. Mal abgesehen davon, du hättest nicht das Recht, mit ihr irgendwas zu machen. Schon allein, weil du mich kennst. Schon allein aus dem Grund. Sorry, das ist unterste Schublade, Mann. Unterste Schublade. Hast du es so nötig, dich an meine Freundin ranzumachen, weil du keine eigene abbekommst, oder was? Juhu! Das ist so arm. So arm drauf, Mann. Pass auf,
ich sag dir jetzt mal was. Ich habe mich nicht an deine Freundin reingemacht. Ich hab auch nicht deine Freundin ausgespannt. Ich habe deine Freundin aber ist auf mich zugekommen. Andere Person was anderes, als ich aber damals... Moment mal, jetzt möchte ich mal kurz nachhaken, Dani. Du sagst, vor einem halben Jahr schon hat Nikita zu dir gesagt, sie hätte sich in dich verliebt. Ja, der Sohn ist ein halbes oder fünf Monate alt. Gesagt, das heißt, sie muss am Ende ihrer Schwangerschaft gewesen sein, ja? Also sie hat nicht direkt gesagt, dass sie sich in mich verliebt hat, aber sie hat mir halt ihr Herz ausgeschüttet und dass sie ihn nicht mehr liebt. Mhm. Da war sie noch schwanger? Da war sie hochschwanger, ja. Das höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Aha. Weil das ist ja schon eine heiße Nummer. Also wenn man so offensichtlich sieht, dass jemand ein Kind von einem anderen erwartet und die sind auch noch in einer Beziehung, da ist es, finde ich, schon relativ kritisch, sich dem zu öffnen, demjenigen. Hast du da keine natürliche Hemmung gehabt oder eine Scheu? Ich sag mal, ich war da blind vor Liebe, weil als sie da bei mir zu Hause war, dann ging das Schlag auf Schlag und das kam ja auch von ihrer Seite. Es war nicht nur von mir also alleine. Also die Initiative ging von ihr aus? Die Initiative, also sie, es war Folgendes. Also ich hab sie angerufen an einem Montag, du warst ja arbeiten, weil du Spätschicht hattest. Und dann kam sie auf mich zu, sie traut sich nicht und hat halt gemeint, sie würde gern mehr. Ich so, kein Problem. Lass uns mal vernünftig drüber reden. Dann habe ich sie am Folgetag abgeholt. Oder was? Ich habe mich nicht an ihr vergriffen. Ah. Ja? Ja, was ist das, wenn du mit ihr ins Bett steigst? Ist es nicht, dass du dich an ihr vergreifst oder was? Gut, aber ich sag mal so. Hast du nicht immer im Hintergrund dir im Hinterkopf gedacht, was du vielleicht auch kaputt hast machst? Hast du mit ihr schon? Eine Frage: Hast du mit ihr geschlafen, als das Kind schon da war oder als sie noch hochschwanger war? Nee, wo das Kind schon da war. Mhm. Aber wie lange geht, also das heißt, seit einem halben Jahr geht das zwischen euch auch sexuell? Ist es jetzt ständig gewesen? Habt ihr seitdem eine Affäre? Das geht jetzt erst seit 4 Wochen circa. Dass es regelmäßig stattfindet? Dass es regelmäßig stattfindet und sie hat mir auch die Bestätigung gegeben, dass sie mich liebt und sie möchte mit mir in eine Beziehung gehen. Also sie hat ja sogar bei Facebook was gepostet, glaube ich. Yeah. Ist kein Witz. Also dazu warte mal, muss ich was sagen. Nee, Daniel, Moment, wie war denn das? Daniel, du auf deinem Profil bei Facebook kann man nachlesen, warte, ich kann es von hier nicht genau erkennen, aber da steht ja, da gibt es ja die Rubrik in einer Beziehung zu Niki, hast du geschrieben. Also du hast offiziell dich als den Freund von Nikita gepostet. Also es war erst so, also ich habe das eingestellt. Ich habe ja auch für sie das Facebook-Profil gemacht, weil Manu die klassische Eigenschaft hatte, seine Freundin in einen gläsernen Kasten zu stellen und ihr überhaupt keine Freiheit zu schenken. Es durfte sie niemand besuchen, sie durfte kein Handy haben, sie durfte kein Facebook haben, sie durfte gar nichts. Das entspricht nicht der Wahrheit. Das entspricht nicht der Wahrheit. Und schon allein, dass du gerade, warte, du sprichst gerade an gläserner Kasten. Wir hatten mal ein Gespräch zusammen, ja, ich und er, ja, bei meiner Mutter. Und da sagte er zu mir, er versteht mich sogar, dass ich sie ein Stück weit in diesen gläsernen Kasten stecke. Das soll heißen, zu Hause, räumlich, ja, wenn ich arbeiten bin, dass sie daheim ist und einfach, das ist auch das Normalste von der Welt, ey. Ich gehe arbeiten, sie hat ein Kind zu Hause und sie hat sich um das Kind zu kümmern, ganz einfach. Das stimmt, aber das muss sie nicht zu Hause tun, hauptsache sie kümmert sich. Ich habe niemals gesagt, dass sie nicht rausgehen darf oder dass sie keine Freunde besuchen darf. Ich gebe es zu, ich war eifersüchtig, deswegen habe ich gewisse Dinge auch begründet, ne? Gewisse Dinge habe ich dann auch einfach nicht zugelassen, habe gesagt, nein, klipp und klar, nein, das machst du nicht, habe ich klipp und klar zu ihr gesagt. Aber das ist auch aus dem Grund gewesen, weil sie mich einfach so bitterst enttäuscht hat, aufs Neue immer wieder. Also, ich versucht habe, das Vertrauen aufzubauen und wieder bei Null angefangen hat, als sie irgendeine Dummheit gemacht hat. Ja, also wenn man das jetzt hört, was da gerade am Laufen ist, dann hast du auch einen Grund zur Eifersucht gehabt. Ich möchte Nikita mal dazu holen, weil dir gegenüber hat sie bislang immer geleugnet. Du hörst es jetzt zum ersten Mal, was da in Wirklichkeit abgelaufen ist, ja? Jetzt bin ich super gespannt, was die Daniela gleich sagen wird, wenn sie hier auf die Bühne kommt, weil jetzt hat sie echt die Situation, beide stehen ihr gegenüber und sie wird ja irgendjemandem irgendwas sagen müssen. Entweder wird sie es gleich einräumen, dass alles stimmt, oder sie sagt, es stimmt nicht, was der Daniel erzählt. Ich weiß es nicht. Ich hole sie dazu. Seid ihr bereit dazu? Gut, hier kommt Nikita. Hallo. Hi Nikita. Ich war schon gespannt gerade, auf welche Seite du dich stellen würdest. Du stehst bei Daniel, warum? Weil wir es dir gesagt haben? Nichts zu heißen, ich bin einfach rein. Okay, er hat keine Bewertung, nein, oder? Mhm. Dann frage ich dich, stell dich nochmal in die Mitte und dann sag mir mal, zu wem willst du dich gerne stellen? Zu ihm. Und jetzt kann ich dich fragen, warum du da stehen willst. Weil es einfach so ist, also wie gesagt, also Manu hat halt gerade behauptet, ja, er hätte mir nie was, also er ist halt ganz anders wie Manuel. Lass uns mal die Sachen, weil momentan haben wir folgende Situation.
Manuel weiß davon noch gar nichts. Wir hören gerade, dass du seit einem halben Jahr fast ein Doppelleben führst. Und was hast du gemacht in der ganzen Beziehung? Nein, wir sind bei dir, Nikita. Ja, aber Moment mal. Aber hat der auch erzählt, was er gemacht hat? Nein, wir sind bei dir. Okay. Du führst seit einem halben Jahr. Sag einfach, ob es stimmt. Nee, ich sag noch nichts. Ich rede jetzt erstmal mit ihr. Aber was er sagt, lügt er? Oder verstehe ich nicht? Wart doch einfach mal ab. Es hat ja, ich habe ja nicht gesagt, dass er lügt. Jetzt wart einfach mal ab. Eure Beziehung lief nicht rund. Ihr habt ein gemeinsames Kind. Ich höre jetzt raus, da gab es Ecken zwischen euch. Manuel scheint sich nicht immer von der angenehmsten Seite zu präsentiert zu haben. Stimmt es? Mhm. Dieser gläserne Käfig, der so hier beschrieben wurde, also soll ja heißen, er hat dir Dinge verboten, er hat dich etwas eingeengt. Mhm. Wie stark hast du das empfunden? Also das hat mir halt schon wehgetan. Also er wollte auch nicht, dass ich zu meinen Eltern gehe. Er hat mir praktisch alles verboten gehabt. Ich saß den ganzen Tag nur drin. Ich saß nur dumm vor mich rum, ja. Ich dürfte weder mit Freundinnen in die Stadt gehen. Du hast ein Kind zu Hause und dann nennst du das dumm vor dich rum. Trotzdem, warte mal, wo ich zu dir gesagt habe, ich kann mit dem Kind zu meinen Eltern gehen, hast du gesagt nein. Und wo es um seine Familie ging, warte. Mal. Und warum? Und wo es um seine Familie ging, müsste ich immer gleich tanzen. Mhm. Ja? Aber warum, Manuel, wieso hast du Nikita denn verboten, dass sie zu ihrer Familie geht? Das hat mehrere Gründe, weil ich einfach auch gewisse Erfahrungen mit ihrer Familie gemacht habe. Aber ihre Familie kannst du ihr nicht verbieten. Okay, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich war halt dagegen, dass sie dahin geht, ja? Weil dadurch auch viele... Dadurch ist halt viel Scheiße passiert, auch wenn sie immer zu ihren Eltern gegangen ist. Das hätte ich dir sagen können. Das ist ein Sargnagel. Wenn ein Partner dem anderen Partner die Familie verbietet, dann ist das meiner Erfahrung nach, ist das ein Sargnagel für die Beziehung. Ehrlich wahr. Okay. Damit nur als Lehre für die Zukunft. Du kannst sicherlich kritische Anmerkungen machen oder auch mal besprechen, wenn du das Gefühl hast, da kommen Einflüsse, die für dich schwierig als Partner sind, etc. Kein Thema, man soll alles bereden. Aber das, glaube ich, ist wirklich K.O.-Kriterium Nummer eins, wenn man in Partnerschaften die Familie untergraben will. Ehrlich. Aufpassen. Du siehst es, das ist das erste Argument, was sie anführt. Sie führt, also sagt ja als allererstes, Mensch, da wollte ich einmal zu meiner Familie gehen mit dem Kind. Nikita, also ich habe es verstanden. Manuel war kritisch, was deine Freiheit betraf, hat dich eingesperrt. Mhm. Das heißt, du fingst irgendwann an, so einen gewissen Freiheitsdrang zu entwickeln, kann man das so sagen? Ja. Mhm. Wann kam das? War das schon direkt nach der Geburt? Nee, also nach der Geburt ging es eigentlich noch. Es war da alles in Ordnung und dann habe ich immer gemerkt, Tag für Tag ist immer schlimmer geworden. Ich war praktisch wie in so einem Käfig eingesperrt. Ich dürfte echt gar nichts, aber wo er zu mir gesagt hat, geh zu meiner Mutter, musste ich immer gleich springen. Und wo ich mal zu ihm gesagt habe, du, ich gehe jetzt zu meinen Eltern, hieß es immer, nein, du hast da nichts zu suchen, die sind alle falsch und was weiß ich was. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwann mal muss es ein Ende nehmen. Ich habe mir 2 Jahre genug von dem gefallen lassen. Ich habe mich von dem schlagen lassen, ich habe alles machen lassen, ja? Was heißt das, schlagen? Stop, dazu will ich was sagen. Das mit dem Schlagen, da ist mal was ungefähr vor einem Jahr passiert. Gebe ich zu, habe ich eine gegeben. Nicht eine, sondern es waren 3. Ich gebe zu, aber das war auch aus dem Grund, weil sie wirklich so schlau ist, dass sie denkt, sie kann mich verarschen. Ja? Und da hat sie mich, wie gesagt, das sind viele Dinge, was einfach passiert sind, durch einfach auch Lügereien, durch mit anderen Typen und sonst was. Aber danach bin ich nie wieder handgreiflich geworden. Und was ich jetzt auch nochmal sagen muss, wenn du zu der Freundin, von der ich das erfahren habe, sagst, dass dir der Kleine scheißegal ist und du sagst, ey, Daniel zuliebe würde ich mit ihm zusammenziehen, soll doch Manu gucken, dass er seinen Sohn alleine großzieht. Das als Mutter, als Mutter unverständlich. Hast du das gesagt? Und sie hat sogar noch zu einer... Nein, Moment mal, stopp. Moment, ich rede. Sie hat sogar zu einer Freundin von meiner Mutter gesagt, ob sie den Kleinen dort lassen kann, weil sie sich mit einem Typen treffen will. Mhm. Und nochmal das beste Beispiel, sie war ja beim Daniel und hat den Kleinen, also unser Sohn, hat sie bei ihrer Freundin gelassen, nur damit sie dort rumvögeln geht. Mhm. Und das soll ich akzeptieren. Okay, wo ich schwanger war, ist er auch im Puff gegangen, ja? Er hat mich auch betrogen, ja? Und wo ich dann bei meinem Bruder seiner Freundin war, hat er mich auch betrogen, ja? Du hast mich betrogen mit deiner Ex-Schlampe. Manuel, ich will dir nur was zu deiner Handgreiflichkeit sagen. Ihr wart vor 5 Wochen das letzte Mal bei mir. Bitte, Alter. Okay? Du hast mich hintergangen, Mann. Wenn ich dich irgendwann auf der Straße sehe, dann rotze ich dir in die Fresse. Hast du verstanden? Nein. Du hast überhaupt keinen Grund abzugeben. Nee.
glaube, du kennst mich nicht. Nee, also solche Drogen will ich hier aber auch nicht hören. Ne? Also das, ganz ehrlich, das passt hier nicht her, das will ich nicht hören. Ich habe schon genug Drogen von dir gehört. Mich rufen Freunde von dir an, drohen mir auf das Übelste, auf das Letzte. Zieh doch Nikita in deine Drogenszene mit rein. Also das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz schwierige Situation. Du merkst ja, wie das Publikum reagiert. Einerseits, Daniel, nimmt man dir übel, wenn man hört, dass du einem Kumpel die Frau einfach so wirklich ausspannst. Nun hat aber wirklich Nikita sich noch gar nicht richtig geäußert dazu, was überhaupt an der Sache dran ist. Bislang hat sie vor dir, Manuel, immer gesagt, nichts dran. Es gab, außer eines Kusses oder was, gab es nichts. Also SMS haben sie geschrieben und gestern Abend, bevor wir hierher gekommen sind, also es war noch gestern Nacht, ist sie komischerweise, am Sonntag war sie bei einer Freundin und hat gemeint, sie würde um 8 Uhr wieder da sein. Und sie ist erst um 23 Uhr gekommen und wir haben telefoniert in dem Zeitraum. Und sie sagte zu mir, weil ich dann im Hintergrund ein Facebook-Geräusch gehört habe, wenn da eine Message halt kommt, habe ich sie gefragt, ja, bist du in Facebook? Und sie so, nee. Und dann ist sie gestern in ihr Facebook-Profil gekommen, obwohl sie davor sagte, sie kommt nicht mehr rein. Und dann musste ich lesen, wie sie mit ihm schreibt, am Sonntag um 20.41 Uhr war das, ich liebe dich, Schatz. Und dann hast du sogar geschrieben, oh, ich bin eifersüchtig wegen Manu, wie du mit ihm sprichst und ich, ohne dich ist es voll langweilig. Und, aber wieso schreibt ihr euch solche Sachen so, dass alle anderen das mitlesen können? Also ich sag mal so, ich bin mit ihm nicht zusammen und es ist meine Sache, was ich tue. Er hat mir nichts zu befehlen, was ich machen soll. Wenn ich mit dem zusammen wäre, okay, müsste ich ihm erklären, hey, so und so und so, aber ich bin mit ihm nicht zusammen, dann hat ihn das auch gar nichts zu jucken. Aber du lebst mit mir. Ja, und du lebst trotzdem mit mir und deinem Kind unter einem Dach. Also wir machen es jetzt mal folgendermaßen. Ich habe Nikita. Ich habe ja, achso, da gab es ja noch eine Thematik, die mich total umgehauen hat. Aber die besprechen wir danach. Wir fangen jetzt erstmal an, deinen Lügendetektor-Test anzugucken. Denn interessanterweise hast du, Manuel, ja von Nikita diesen Test haben wollen. Und Nikita, ich habe mich gefragt, warum du diesen Test gemacht hast. Also ja, ich habe ihn. Sag mir nichts. Nein, ich sage nicht an die Wahrheit. Ich habe den Test gemacht, dass es endlich mal einen Schluss gibt. Ja? Weil ich habe immer wieder versucht, dass ich den Jungen loskriege, aber immer wieder hat es nicht geklappt. Ich bin zwar ehrlich, ich kann nicht ohne ihn, aber ich kann auch nicht mit ihm. Ja. Und bei ihm ist es genauso. Ja. Und dann ist halt, denke ich mir jetzt einfach so, es muss einen Schlussstrich also geben. Also ich befürchte, dass dieser Test unter Umständen den Schlussstrich bringen wird. Mhm. Seid ihr bereit? Ja. Dann geht bitte auf eure Position. Nikita, du auch. Hier kommen eure Ergebnisse. Also, Manuel, du hast viel inzwischen gehört von Daniel. Vor einem halben Jahr hat es angefangen, da wurde euer Sohn gerade geboren. Ja, da hat sie, Daniel, schon gesagt, dass sie Gefühle für ihn hat, dass sie verliebt ist in ihn. So richtig bestätigt hat sie das offensichtlich bislang noch nicht. Ich sag dir Folgendes. Nikita haben wir gefragt, liebst du Manuel von ganzem Herzen? Sie hat mit Nein geantwortet, dich würde sie nicht mehr von ganzem Herzen lieben. Das hier ist das Ergebnis. Ja, das ist, es klatscht tatsächlich keiner. Normal klatschen, sehr gut gemacht hier. Also, naja, ich weiß nicht, ob das schade ist oder gut, ich kann es nicht beurteilen. Hast du mit Daniel wirklich nur eine Telefonbeziehung geführt? Weil das hat sie dir ein halbes Jahr lang erzählt, dass es zwar intensiven Telefonkontakt gab, aber mehr nicht. Sie sagt, nein, das stimmt nicht. Und ich denke, auch da wird sie nicht gelogen haben. In Wirklichkeit war es mehr als nur eine Telefonbeziehung. Aber wir überprüfen das Ergebnis. Ja. Jetzt wird's ganz heikel. Hast du mehr als freundschaftliche Gefühle für Daniel? Daniel hat ja behauptet, sie würde ihm sagen, sie liebt ihn. Stimmt das? Das Ergebnis gucken wir uns zuerst an. Sie hat die Wahrheit gesagt und ihre Antwort war ja. Sie hat mehr als leidenschaftliche Gefühle für Daniel. Hattest du während der Beziehung mit Manuel Sex mit Daniel? Wir gucken auch hier das Ergebnis erst an. Was hast du geantwortet, Nikita? Ja. Hattest du mehr als einmal Sex mit Daniel? Das Ergebnis zuerst. Und auch da ist deine Antwort, Nikita? Ja. Also auf Deutsch gesagt, das, was Daniel hier erzählt hat, stimmt komplett. Ja. Stimmt es, dass ihr zusammenziehen wollt? Ja. Dass ihr heute oder morgen oder was?
einen Mietvertrag unterschrieben habe. Den habe ich heute verschieben müssen, aufgrund dessen, dass ich ja heute hier bist. Aber eigentlich wäre heute der gemeinsame Mietvertrag unterschrieben worden. Ja, und ich möchte hinter ihr stehen, ich möchte mit ihr gemeinsam was aufbauen. Und ich sage auch noch zu Manuel. Also seid ihr zusammen? Ich. Also seid ihr zusammen? Ja. Nikita, ich frag dich, seid ihr zusammen? Ich weiß es nicht. Also ich brauche jetzt erstmal Zeit bei mir. Also ich will noch was dazu sagen, und zwar ich will eurem Glück nicht im Wege stehen. Wie gesagt, nur es wird der Tag kommen, das sage ich dir. Und das sage ich dir auch knallhart, so wird dich ebenfalls verarschen und dich auch verletzen. Und spätestens dann sieht man. Ich weiß nicht, was ich euch wünschen soll. Ich wünsche euch einfach mal allen dreien Folgendes. Ich wünsche euch, dass ihr, was auch immer aus euch wird, die richtigen Entscheidungen getroffen habt, okay? In diesem Sinne. Ist ganz heiß geworden.